Hallo ihr Lieben, hier ist der André. Ich muss mal kurz einmal ein bisschen hier sauber machen. Irgendwie scheint ja diese Linse. So, okay, genau. Darum geht es auch in meinem Film. Wenn du anfängst, dein Leben wirklich zu kreieren, das heißt, dir bewusst machst, wer bist du eigentlich, was willst du, wo jammerst du rum, wo bist du nicht bereit, etwas zu verändern, weil du weißt, dann gehen deine Probleme erst richtig los. Das ist ein Grund, weshalb du deine Situation, in der du lebst, nicht verändern willst und auch diese Probleme, die damit verbunden sind, die dann nämlich erst in dein Leben kommen, weil dir nämlich bewusst wird, dass du aus Angst nichts veränderst, denn du bist ja nicht doof. Dein Unterbewusstsein weiß ganz genau, dass alles, was du aufschiebst über Jahre, teilweise Jahrzehnte, wird irgendwann dir wieder auf den Teller gelegt. Nur du lebst auf Kredit. Du hast einfach einen bestimmten Speicher und irgendwann ist dieser Speicher voll. Und viele, wow, schau mal, was hier ein Sturm ist. Boah, hier geht's ja richtig ab. Gestern war es super warm, heute Sturm und kalt auf Mallorca. Diese Insel ist der Hammer. Aber dazu gerne demnächst mehr. Du kannst mich nämlich jetzt, ab jetzt, guck mal, hier blüht im Haar, auf Mallorca besuchen. Ich begleite dich in ganz persönlichen, super intensiv Coaching-Sitzungen, wo du richtig aufräumen kannst. Nur das ist wirklich was für Leute, die sowieso schon wissen, dass sie nicht mehr zurück ins Alte wollen, vielleicht auch nicht mehr können und auch bereit sind, radikal jetzt etwas zu verändern. So. Und darum geht es einfach jetzt auch in diesem Film. Also wenn du das Gefühl hast, bei dir geht so richtig die Kacke ab, ja? Ja, dein Rohr muss durchgepustet werden und dann kann es sein, dass dir plötzlich das Wasser bis zum Hals steht oder deine Beziehung kriegt einen Riesenknacks. Bitte empfange die Dinge. Es geht nur noch darum zu empfangen, dich zu öffnen und es zuzulassen, damit die Veränderung in dein Leben kommen kann. Und wenn du dabei bist, bewusst zu kreieren, also dir deine Glaubenssätze auch anzuschauen, wo in deinem Leben glaubst du Dinge von dir, die dazu geführt haben, dass du dich so fühlst und dass dein Leben so gekommen ist, dass deine Partnerschaft so ist, wie die ist, warum dein Chef dich ständig anschnauzt, warum du nur noch Ängste hast, warum du vielleicht dich teilweise kaum noch auf die Straße traust, warum du kaum noch feiern möchtest, dich selbst feiern möchtest, weil du nicht bereit bist, wirklich innerlich zu wachsen. Und das ist für viele im Augenblick so ein wirkliches Aufwachen. Zu erkennen, du bist in diesem Leben nicht nur, um Spaß zu haben, du bist hier auch, um Spaß zu haben, aber richtig Spaß zu haben. Und Spaß hast du nur, wenn du dein Leben lebst. Solange du Dinge in deinem Leben verdrängst und sie nicht wahrhaben willst, spielst du eine Rolle, die dich nicht glücklich machen kann. Und dann bist du noch angepisst, weil Menschen dich dementsprechend so behandeln. Und das ist immer ein Zeichen, wo du dir bewusst machen musst, dass du dich selbst belügst, dass dein Leben zum Himmel stinkt. Und das macht Angst. Das ist die Pizza, die du irgendwann be bestellt hast, die jetzt über Umwege zu dir kommt, weil du wolltest sie irgendwann nicht mehr haben. Jetzt kommt der Typ aber und bringt dir diese Pizza noch. Das heißt, du hast eine gewisse Rechnung zu bezahlen. Du hast etwas in deinem Leben aufzuräumen und das bringst du auch aus früheren Leben mit. Du bist ja in diesem Leben nicht zum ersten Mal. Ja? Das sind so Karma-Schlaufen. Du hast Glaubensüberzeugung, du hast dich als Seele in dieses Leben hineinbegeben, du hast dir diese Eltern ausgesucht, die Situation ausgesucht, den Menschen ausgesucht. Und mit dem einen Menschen, mit dem einen und anderen hast du gutes Karma und es läuft gut. Und mit dem anderen Menschen sind Sachen einfach zu klären. Mit bestimmten Situationen möchtest du dich mit etwas konfrontieren, mit einer Urangst, dich auch teilweise von Sachen zu trennen, dich zu befreien oder dich auch einzulassen, dich zu deiner Liebe bekennen, dein Herz komplett zu öffnen. Dir auch einzugestehen, du hast viele Sachen in deinem Rucksack drin, die da gar nicht reingehören, die auch nicht deine sind. Und viele Leute können einfach ihr Leben nicht leben und vielleicht gehörst du da auch zu, weil du einfach zu viel Schrott von anderen Leuten in deinem Leben hast. Dann kannst du dein Leben nicht leben. Und wenn du dann das Gefühl hast, dir steht die Suppe bis hier oben, du kannst nicht mehr, dann kannst du dir bewusst machen, was ist wirklich meins und wem gehört das? Zeug, was da alles in meinem Leben ist, was ich mir da alles in meinen Raum gepackt habe, in meinen Lebensraum gepackt habe. Und wo geht es darum, Sachen zurückzugeben?
zurückzuschicken. Das kannst du energetisch wirklich machen. Frag dich jedes Mal, ist das meins? All die ganzen Sachen, die ich da über mich denke, ist das wirklich meins? Oder sind das vielleicht Sachen von meinen Eltern oder deren Eltern oder von meiner Nachbarin nebenan, die mit Depressionen in der Ecke hängt? Oder von meinem Ehemann, der auch nur noch seine Sachen verdrängt? Ja? All diese ganzen Sachen kannst du in dir aufrollen. Es gibt eine Möglichkeit, wirklich wieder den Zugang zu dir selbst zu bekommen. Und wenn du dann erstmal feststellst, die Probleme, die dann in deinem Leben noch sind, dass du die auch angehen kannst, dass du da auch wirklich Bock drauf hast, dann fängt das Leben langsam an, wieder Spaß zu machen. Dann konfrontierst du dich nochmal vielleicht mit einem uralten Schmerz, dass du dich seit Jahren überhaupt nicht mehr wichtig nimmst, dass dir eigentlich alles egal ist, wie es dir wirklich geht, dass du dich irgendwann, hast du so Anteile von dir, wichtige Aspekte und Seelenanteile von dir auf so eine Müllhalde geschmissen. Weil du dachtest, das ist nicht möglich, die kann ich sowieso nie ausleben, das ist sowieso nicht erlaubt, ja? Aus Angst vor Strafe, aus Angst vor Enttäuschung, aus Angst vor Resignation, aus Angst vor dem Leben. Und darin möchte ich dich ein wenig motivieren, nicht nur ein wenig, sondern ich möchte dich eigentlich in den Arsch treten. Geh die Sachen an, das, wo du richtig überzeugt von bist, wenn du damit wieder in Kontakt bist, dann kriegst du vom Universum alle Unterstützung. Du fällst nicht um, ganz im Gegenteil. Du fällst um, wenn du versuchst, eine Lüge aufrechtzuerhalten und Sachen zu machen, die du gar nicht mehr willst und von denen du nicht überzeugt bist. Das ist das, was dich ausbrennt, das ist das, was dich erschöpft. Deswegen sagst du was, ich kann nicht mehr. Ja, die Kinder, mein Mann, ich kann nicht mehr. Ich kann meine Fresse morgens nicht mehr im Spiegel ansehen. Bist du bereit, diese Programme anzugehen und sie zu verändern? Frag dich das. Wenn ja, dann warte nicht. Schieb das nicht mehr auf. Stell dir mal vor, irgendwann stirbst du und erkennst an, dein Körper, die Realität, die du erschaffen hast, das Leben, was du da gelebt hast, das waren alles Konditionierungen und Glaubensüberzeugungen, die aber nichts mit deinem Innersten, mit deiner Liebe zu dir selbst und deinem Herzen wirklich zu tun hatten. Deiner Lebensaufgabe, deiner Bestimmung. Und das tut saumäßig weh. Dieser Schmerz, das ist diese Angst vorm Tod. Der Tod selbst ist harmlos, ist ein Freund. Es gibt dann eine Neugeburt. Und du sollst in diesem Leben lernen, immer wieder loszulassen, zu sterben auch. Ja, bestimmte Ego-Strukturen brechen gerade auf. Damit bist du nicht alleine. Und in dem Moment, wo du dir das bewusst machst, wirst du für andere eine Kraftquelle, eine Inspiration, weil du wieder von dir selbst begeistert bist. Weil irgendwas in dir sagt, okay, das und das kann ich nicht mehr kontrollieren, will ich auch nicht mehr kontrollieren, weil es gar nicht meins ist. Weil mich das gar nicht glücklich macht. Aber ich habe gelernt, diese Dinge zu kontrollieren. Aus Angst vor zu viel zu sein. Aus Angst, diesen Raum nicht füllen zu können mit meiner Liebe. Aber das sind alles Glaubensüberzeugungen und Programme, die mit etwas zu tun haben, wo du nicht an dich glaubst. Wo du Dinge versuchst zu leben, die dir nicht gehören. Wo du gegen deine Natur ankämpfst. Gegen dein Wesen. Und mach dir mal keine Sorgen. Den Raum, den du eventuell danach nicht kontrollieren kannst, der wird sich so schnell mit Dingen füllen, die dir wirklich Spaß machen, die dich wirklich inspirieren, die dich wirklich begeistern, wo du wirklich mit Menschen zusammen bist, die auch auf dem Weg sind, die das auch für sich befreien wollen, die dich inspirieren. Nur, da kommst du nicht hin, wenn du diesen Raum jetzt schon kontrollieren willst, wenn du jetzt den schon füllen willst mit deinen Ansichten, die du jetzt hast, vorher musst du aufräumen. Vorher musst du bereit sein, das erste Päckchen aus dem Keller zu holen. Mir kommt richtig so eine Suppenschüssel, wo so die Scheiße drin rumschwimmt. Ja, irgendwelchen Schleim ist da noch drin. Das sind deine Schattenanteile. Das sind die Anteile in dir, die dich eigentlich befreien wollen, die du zu einem Schatten gemacht hast. Da ist dein inneres Kind. Das sind Ängste aus der Kindheit, die dich heute noch bestimmen und wo du heute erwachsen spielst und bist überhaupt nicht authentisch. Du bist nicht souverän. Du spielst eine Souveränität, die dazu führt, dass du dich beschissen fühlst, dass du nicht glücklich bist, dass du anderen gegenüber nicht mehr aufrichtig bist, dass du Angst hast, dich anzweifelst. Darin unterstütze ich Menschen,
wenn du darin für dich unter Begleitung wünschst und dich dort hineinbegeben willst, dir deinen eigenen Schmerz anschauen möchtest. Dein eigener Schmerz ist nicht so schlimm. Dein eigener Schmerz verwandelt sich ganz schnell in Freude. Du bist plötzlich ganz tief wieder von dir selbst berührt, was du die ganze Zeit versuchst, von anderen Menschen bestätigt zu bekommen und ständig einen Schlag ins Gesicht bekommst, ständig enttäuscht bist. Beende das. Steig da aus. Und mach das Jahr 2019 zu deinem Jahr, wo du radikal dich auf deinen Platz stellst und das empfängst, was du wirklich kontrollieren möchtest. Die Dinge, die du wirklich leben willst. Also, in diesem Sinne, einen wunderschönen, mega geilen Tag. Bis bald. Dein André.